Bei den No-Handicap-Lungauer Langlauftagen handelt es sich um eine der größten Laufveranstaltungen weltweit für Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen. Feierlich wurden alle Teilnehmer am Damsiger Marktplatz willkommen geheißen. Ich glaube, 25 oder 26 Jahre sind wir dabei. Bin immer fast mit den gleichen dabei. Und ja, es ist einfach eine super Veranstaltung. Sie freuen sich auf die Veranstaltung jedes Jahr und wir haben natürlich eine super Möglichkeit, drauf zu trainieren. Es ist eine sehr gut durchorganisierte Woche, wo sowohl sportlich was gefragt wird, aber auch am Abend ein Rahmenprogramm ist. Und das ist einfach spitze. Sie fragen jetzt schon, ob sie nächstes Jahr wieder mitfahren dürfen. Und das ist einfach klasse. Und da fahren wir gerne hin. Das Training und die Qualifikationsläufe am Brewersee konnten noch programmgemäß stattfinden. Die Finalläufe waren aber leider nicht mehr möglich. Also das Wetter gut hat sich schon gehalten an das, was wir uns immer gewünscht haben. Er hat noch ein bisschen zu viel erwischt. Wir haben die Bewerbe so weit durchbringen können bis zu den Vorbewerben. Und dann war der Finaltag am Donnerstag. Das war dann leider nicht mehr möglich, weil es einfach zu viel Schnee und zu viel Wind gegeben hat. Wie habt ihr es bewertet? Naja, die Jury bzw. gemeinsam mit den Trainern haben uns dafür entschieden, dass wir eben dann die Vorbewerbe als Finalbewerbe werten, dafür aber nicht als österreichische Meisterschaft, sondern als Special Olympics Bewerb. Nicht nur der Erste ist Sieger, denn jeder, der zu Special Olympics Wettbewerben antritt, wird für seinen Mut und seine individuelle Leistung geehrt. Du bist ja alleine als Frau unter Männern gelaufen. Wie ist es? Ein bisschen ungewohnt, aber ich muss mitkämpfen und messen, wie stark ich bin und wurscht, ob die Herren oder Damen sind. Ich habe eine starke Sehbeeinträchtigung seit Geburt. Und ich hatte früher, mein Vater hat mich immer begleitet, schon als kleines Kind, weil ich habe das schon als Kind gehabt. Und ich bin mich das einfach gewohnt, wenn ich hinterherlaufen kann. Und das gibt mir einfach eine gewisse Sicherheit. Und auch Vertrauen, immer das Vertrauen ist einfach das A und O. Ohne Vertrauen geht gar nichts. Neben den sportlichen Bewerben steht diese Veranstaltung auch für Begegnungen und Austausch, für Integration und Gemeinsamkeit. Und so wurde beim Sportlerball fröhlich das Tanzbein geschwungen. Du bist ja heute mitgelaufen, bist Fünfter geworden. Wie ist der gegangen? Ja, echt gut. Ja. Bist ganz stolz jetzt? Ja, bin ich durch uns. Super. Und fröhlich sein. Super. Ja, super. Du hast ja da gerade ein Backerl in der Hand. Ja. Hast du gewonnen? Ja, gewonnen. Ja. Bist du neugierig, was drinnen ist? Ja, sag wieder, ich weiß nicht. Möglich ist diese Veranstaltung nur, weil viele Helferinnen und Helfer mitmachen. Naja, das ist das Flair der Lungauer Langlauftage und da geht es ja nicht nur um einen Ball und um alles andere, sondern es geht ja darum, dass die Lungauerinnen und Lungauer, wir haben an die 80 freiwillige Helfer im Einsatz, wir haben ganz viele Menschen heuer gehabt, die uns für den Ball Sachpreise gespendet haben, die aus der ganzen Region zu übertragen worden sind und denen gilt es einmal ein richtiges und großes Danke zu sagen, die unterstützen diese Veranstaltung und damit können wir diese Veranstaltung auch durchführen. Der Eid von Special Olympics ist weltweit bekannt und sagt genau das aus, worum es in erster Linie geht. Ich will gewinnen, aber wenn ich nicht gewinnen kann, dann werde ich es mutig versuchen.